funky ass bassline. Ich gehe jetzt erstmal zu diesen komischen Mitteldings. Ich glaube, ich sehe schon Benaray am Ende. Vielleicht ist er da in Wassermarke drin, man weiß es ja noch nicht. Naja. Also ich blicke dem auch ein bisschen mit Wehmut entgegen, dass dieses Let's Play auch jetzt dann bald irgendwann mal vorbei ist. Es sieht jetzt schon ganz krass nach dem Ende aus, ey. Das ist heftig. Das ist irgendwo einfach Sandcrawler. Stell mal von auf der wirklichen Welt war irgendwo, du rennst durch die Wüste, auf einmal kommt ein Sandcrawler, so ein hässliches Vieh. Ja, vielleicht gab es solche Viecher früher wirklich. Oder andere Wüstenkreaturen. Die wirklich den Dingen getrotzt haben und die Menschen haben sie halt einfach ausgerottet. So ungefähr wie die Drachen von... die Drachen, die die Menschen halt einfach immer sagen, erzählt haben. Also meine Meinung ist, es gab Drachen wirklich einmal. Und es gab sie aber wirklich nur selten, weil sie vielleicht schon am Aussterben auch waren. Und es gab halt wirklich auch so jetzt... Es muss nicht unbedingt noch im Mittelalter gewesen sein, aber irgendwann... einfach noch Drachen und die haben halt die Menschen natürlich auch ab und zu gesehen. Ich glaube nicht mal, dass sie böse waren. Aber die Menschen haben halt Angst vor ihnen gehabt, weil die so riesige fliegende Echsen sind. Und ich glaube einfach, dass die Menschen wirklich die ausgerottet haben, weil die Menschen hatten auch selbst im Mittelalter schon Mittel und Wege, die auszulöschen und dann die bestimmten riesigen Armeen ausgelöscht. Und ich glaube nämlich, dass, weil es gibt ja über die ganze Welt verteilt Sagen von Drachen und so und es kann ja nicht sein, dass das. Es kann nicht von ungefähr sein, weil es ist unabhängig voneinander Belege gefunden wurden, dass Drachen existieren. Zum Beispiel selbst wer hat unten gelegt? Die Azteken und die Maya und die Inka, glaube ich auch. Die haben unabhängig von Europa und Asien auch an Drachen geglaubt. Die haben ja auch Drachensymbolik. Und es kann ja nicht sein, dass es einfach so Drachensymbolik gibt, oder? Es ist sogar ein Lager der Assassinen. Es gehen hier ab. Na, so gut. Reisender, bist du auf der Flucht? Na, eigentlich wieso Flucht? Undote Nomaden, es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal. Trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Okay. Was machst du hier? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Das immer zu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurit. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Kein Ding, wo sind sie? Was ist zu tun? Hurit und seine Bande lauern in der Nähe. Sie warten nur darauf, unser Wasser zu stehlen. Also geh und mach sie fertig. Okay. Wo finde ich Hurit? Nicht weit von hier im Süden. Meistens treiben sie sich bei alten Ruinen herum. Da steht... Stör mich nicht! Da steht Osten. Ich glaube, es ist 100 pro Osten, aber er hat Süden gesagt, gell? Das habe ich schon richtig verstanden. Wahrscheinlich sind sie das schon, jawohl. Dann machen wir mal kurz einen Prozess mit denen. Waffe weg! Hier wohl damit aufhören! Na, was ist denn jetzt los? So, jetzt hast du in die Fresse gekriegt. Da ist er ja schon. Hurit, die alte Sau. Was traust du einem unschuldigen Assassinen einfach das Wasser? Nächstes Mal mach ich
Nächstes Mal mache ich dich tot. Okay, scheißegal. Hallo. Was ist denn das? Eine Steintafel. Drollolol. Uninteressant. Na toll. Ich weiß schon zu viel. Dieser Mann weiß zu viel. Schau mal, was das da drüben noch für ein ist. Egal. Soll er einsam sterben. Ach du Scheiße. Oh Gott. Was habe ich nur schon wieder getan? Ich habe Angst, ich habe riesig große Angst. Das sind Angstgegner, das sind keine Hassgegner, das sind Angstgegner. Jawohl, das war Nummer 1. Da! Ach, Gott sei Dank sind sie jetzt gleich tot und ich bin wieder glücklich und du kannst mir nichts anhaben, du scheiß Ogre der Hölle. La 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 la. So. Puh. Das war knapp. Und jetzt schluck mal erstmal was. Lecker. Da wir jetzt ja schon was für Benarel gemacht haben und wir eh ungefähr kurz vor Benarel sind, können wir auch gleich dahin gehen. Da unten ist auch noch eine Oase. Schaut, dass ich da den Teleportstein finde, dann teleportiere ich mich nach Braga und kill den. Jetzt schauen wir erstmal. Ist ja hier so eine Minenkolonie sozusagen. Jetzt schauen wir mal. Warte mal. Habe ich jetzt genug Dinge gehabt, die ich mir noch sonst machen kann? Ja. Ja, schon geil. Weil das Krummschwert ist ja nicht so imbar wie das. Das ist ja 110. Ist ja schon geil. Ich glaube, ich schmied mir noch eins. Paff. Cool. Haben wir einen Schleifstein irgendwo? Läuft. So nicht. So nicht. So nicht. So nicht. So nicht. Nein, das bringt nichts. Hä? So nicht. Nein. Nein. Egal. So. Cool. Jawohl. Geiler Scheiß. Eine weise Entscheidung. Ich wollte nur testen. Bleib locker. So. Hey, ich bin Eusebio. Der Alchemist, nehme ich an. Und Schnapsbrenner. Wenn du was brauchst, bei mir kriegst du alles. Erzähl mir was über die Stadt. Mann, wir sitzen hier auf einer Goldader und ich kriege nicht einen Brocken ab. Am liebsten würde ich hier nachts mal eine Runde drehen und alle Truhen plündern.
Mach das doch. Bist du verrückt? Ich bin froh, wenn ich meine Wampe morgens aus dem Bett kriege. Kannst du mir was beibringen? Na klar, Tränke brauen ist mein Geschäft. Außerdem habe ich das Rezept für einen scharfen Schnaps. Aber bevor ich das hergebe, musst du mir erst 10 Kaktusblüten bringen. Hier sind deine Kaktusblüten. Sehr schön. Ich dachte schon, ich muss selber laufen. Hier ist das Rezept für dich. Sein fauler Hund, ey. Bring mir was über Alchemie bei. Ich will Waffen vergiften. Du brauchst zunächst eine Waffe und das Gift. Vermeide, dass du die gesamte Klinge in Gift. Das ist schon geil. Trägst. Eigentlich könnte ich die zwei Notfalldinger noch in einer dünnen Schicht nur auf der Schneide und der Spitze auf. Und pass auf, dass du dich nicht schneidest. Bring mir bei, wie ich Gifte herstellen kann. Im Grunde genommen ist Gift nichts anderes als ein normaler Heiltrank. Du brauchst ein Rezept, die Zutaten und einen Alchemietisch. Gib alles zusammen und gut rühren. Wenn es zu einer klebrigen Substanz geworden ist, bist du fertig. Wunderbar. Zeig mir deine Ware. Oh, cool. Oh, cool. Wenn ich mich in ein Nashorn verwandeln kann. Das glaube ich, nehme ich mal mit. Okay. Ja, eigentlich brauche ich den nicht, oder? Das wären schon 6000 weg. Lottidottida. Geh mal shopping hier. Das heißt, er hat noch 3000. $500, die nehmen wir auch noch mit. So, passt. Cool. Cooler Scheiß, jetzt habe ich vergiftete Waffen. Sehr lustig. Sehr lustig. Aber boah, ich denke mir gerade, das war gerade wahrscheinlich nicht so klug. Ich bin Sancho. Ich kann keine weitere Wache gebrauchen und wie ein Sklave siehst du nicht aus. Also, was willst du? Hast du Arbeit für mich? Ich bezahle schon genug Leute dafür, dass sie sich die Beine in den Bauch stehen. Aber wenn du richtige Arbeit willst, dann habe ich was für dich. Was hast du für mich zu tun? Ich habe schon länger nichts mehr von unserem Stollen aus Lago gehört. Fabius Goldlieferungen bleiben aus. Irgendwas stimmt nicht. Geh mal nach Lago und sieh dich dort mal um. Okay. Hast du noch was anderes für mich zu tun? Ja, durchaus. Ich mache mir Sorgen um meine Männer. Die Nähe zum Gold macht irgendwann jeden schwach. Also sprich mit ihnen und spitze dabei die Ohren. Wenn sich jemand verdächtig macht, dann erzähl es mir. Eusebio macht sich verdächtig. Eusebio ist ein Penner. Er zerkleinert Gräser und braut Schnaps. Vielleicht hat er ja zu viel von seinem eigenen Zeug geschluckt. Egal, lass ihn in Ruhe. Wir brauchen ihn. Okay. Wo ist Lago? Lago liegt nordöstlich von hier. Es sind nur ein paar Hütten an der Küste. Selbst die Bezeichnung kleines Dorf ist unpassend. Aber wenigstens haben sie dort einen Stollen, von dem ich kein Gold mehr bekomme. Verdammt nochmal! Ja, Chef, hab's verstanden. Bin schon unterwegs. Willkommen in Ben Erai.
Du bist bestimmt nicht gekommen, um dir den Buckel krumm zu schuften, richtig? Naja. Mann, diese Stadt ist eine Schatztruhe, aber ebenso gut bewacht. Wenn du ein bisschen über Gold quatschen willst, dann bring welches mit. Reden wir ein bisschen. Oh, gut, pass auf, es gibt drei Wege, an das Gold zu kommen. Entweder du schwingst die Hacke, du legst dich mit dem ganzen Ort an, oder du machst es leise. Was genau meinst du mit leise? Du musst ein geschickter Mann sein. Am besten wartest du, bis alle schlafen. Ich kann dir zeigen, wie du an die Truhen rankommst, aber das kostet dich was. Was ist, wenn ich mich mit dem ganzen Ort anlegen will? Du bist ein kräftiger Kerl und ich habe auch einiges drauf. Außerdem kenne ich ein paar der Sklaven. Die kämpfen garantiert mit uns zusammen. Aber du solltest vorbereitet sein. Also sieh dich mal eine Weile um und verschaffe dir einen Überblick. Was ist dein Job hier? Ich habe genauso angefangen wie du. Allerdings schon vor recht langer Zeit. Eine Zeit lang bin ich durch die Arenen gezogen. Aber das war nichts für mich. Jetzt passe ich hier auf. Das ist zwar nicht besonders ertragreich, aber ich krieg eine Menge mit. Okay. Was ist, wenn ich die Hacke schwingen will? Dann bist du bescheuerter, als ich dachte. Zuerst musst du dir nämlich den Zutritt zu den Stollen verdienen. Aber hey, wenn du das willst, ich habe noch eine Spitzhacke. Die kann ich dir verkaufen. Sandschmann. Zeig mir deine Ware. Ich will doch keine Spitzhacke kaufen. Der hat echt eine Spitzhacke. Naja, egal. Gib mir dein Gold. Okay. Lucar will sich dein Gold reinziehen. Ach, herrlich. Dieser Tagedieb schleicht sich hier ein. Gute Arbeit. Und jetzt sorge dafür, dass dieser Kerl aus meiner Stadt verschwindet. Okay. Sancho schickt mich. Es ist besser, wenn du aus Ben Erai verschwindest. Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen? Klar. Du miese Sau! Nein, ich werde nicht gehen. Stattdessen wirst du gehen. Und zwar direkt zu Beliar. Das ist dein Ende! Jag ihn nieder! Ja, ja, ist schon recht. Moderne Bergarbeiterausrüstung. So, ich höre mir nochmal um, während der aufsteht. Nun, bist du auch dem Ruf des Goldes gefolgt? Ich bin Vasco, Verwalter von Ben Erai. Hast du Arbeit für mich? Vom Westen her kommen immer wieder Crawler. In letzter Zeit trauen sich die Biester ziemlich nah an uns Die Scheißquest. Und die können wir haben. Ein paar Sklaven haben sie schon aufgefressen. Ich will, dass du sie erledigst. Vor allem diese zähen Mistviecher. Die müssen irgendwo ein Nest haben. Ja, die sind genau zwischen hier und Praga. Was macht ein Verwalter so? Och, ich zähle das Gold, organisiere die Wachen, kümmere mich um die Sklaven, halt um alles, was anliegt. Okay. Wo soll ich die Viecher suchen? Such sie westlich von hier. Such sie bei den Bergen. Und denk daran, ich will, dass du die zähen Mistviecher erledigst. Alles klar, Chef, mach mal. Halt, da drin ist, glaube ich, ein Dingtisch, oder? Nee, nicht mal. Was willst du? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Stör mich nicht. Weg mit der Waffe! Ja! Du Scheiße! Ich probiere jetzt was. Er muss ja aus der Stadt verschwinden und er geht ja nicht. Okay. Passt. Ich mache eine kurze Pause. Hey, du! Wo willst du hin? Na, ich sehe mich mal um. Ja, das kenne ich.
Aber mir machst du nichts vor. Du bist hier, weil du scharf auf schnelles Gold bist. In Benerai haben sie eine Mine. Gold, ja. Da ist bestimmt was zu holen, ne? Aber du wirst die Stollen nicht betreten, klar? Jedenfalls nicht, solange du dich vorher nicht nützlich gemacht hast. Ich sage dir was. Du gefällst mir nicht. Und deshalb werde ich dich im Auge behalten. Kann ja auch auf die Fresse. Geh zu Sancho und lass dir Arbeit geben, sonst... Sonst was? Sonst muss ich annehmen, dass du nur hier bist, um das Gold zu stehlen. Oh nein. Dann möchte ich nicht in deiner Haut stecken, also beeil dich lieber. Super. Toll. 3 Tage Zeit habe ich jetzt.